Gott, ich will mein Kaufverhalten von März und April machen. Ich glaube, das Video wird sehr, sehr kurz werden. Also wundert euch nicht. Wundert euch wirklich nicht, weil ich weiß halt nicht wirklich, was ich so viel bei dem Video labern soll. Und deswegen März, April. Also im März habe ich ausgegeben 202,59 €. Da könnt ihr das gerne sehen. Und drüber war ich 102,59 €. Dann im April waren es 190,66 €, auch sehr viel. Aber ich muss sagen, ich habe den März-Douglas-Einkauf beim April dazu rechnen müssen, weil ich den vergessen habe, weil ich die Rechnung verschlammt habe. Typisch, schee, sage ich nur. Ja, und deswegen habe ich dann halt 90,66 € war ich da drüber. Wenn ich den Douglas-Haul richtig dazu zählt hätte, wäre ich im April sogar, glaube ich, weniger gewesen. Ja. Aber es war jetzt nicht so schlimm. Ich meine, in April war Woman Day und ich wollte das halt auch einmal ausnutzen, weil ich halt nie so wirklich dazu kommen bin, das auszunutzen. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, in April, wenn ich schon mal um 4 aus habe, am Woman Day, habe ich es ausgenutzt. Das, was ich haben wollte, habe ich eh nicht gekriegt. Aber wenigstens andere Sachen. Und ja, ich zeige euch noch ein paar andere Sachen, die ich in dem Haul-Video zeigen vergessen habe. Ich habe mir nämlich zweimal um 1,50 € das hier gekauft. Ja. Mit mir wurde eh geschimpft, weil ich das gekauft habe. Aber egal. Ich habe nämlich eins gerade in Verwendung und das ist quasi mein Backup. Ich finde, das ist so eine Art Ersatz für mein Biotherm-Ding, was ich unbedingt haben will. Und ich kriege dieses Scheißding nicht. Das macht mich so aggressiv, weil das immer ausverkauft ist. Und ich habe halt, ich will halt so ein Produkt unbedingt haben. Und fürs Ahava war ich mir auch zu geizig. Deswegen habe ich mir jetzt das von Cadea Vera, von unserer eigenen Marke, gekauft. Das ist nämlich aus dem Sortiment gegangen. Keine Panik. Es gibt einen Ersatz, Gott sei Dank. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann kaufe ich mir das, um das mal zu probieren. Es ist wirklich nicht schlecht. Man braucht auch ganz, ganz wenig. Ich glaube, ich komme mit den extrem lang aus, weil es sind 100 Milliliter drinnen. Und ich brauche wirklich ganz, ganz wenig von dem Ding. Also ich mag das echt gerne. Ich mag das wirklich gerne. Das ist nicht schlecht. Also für das, dass ich jetzt noch nicht mein teures endlich habe, fand ich das als Ersatz wirklich nicht schlecht. Irgendwie kann man mich nicht glücklich machen in letzter Zeit. Also das ist ein guter Ersatz, aber ich hätte halt trotzdem noch irgendwie das von Biotherm. Aber bis ich mal an das von Biotherm rankomme, habe ich jetzt wenigstens das als Ersatz. Dann habe ich noch, das habe ich aber geschenkt bekommen, dreimal, weil da auf dem Ding pickt noch die Rechnung drauf, sollte ich endlich mal runternehmen. Die waren nämlich reduziert um 95 Cent und ihr wisst, ich liebe das. Ich kann ohne den Ding nicht. Also ja, beim DM ist es komischerweise rausgegangen und mir wurden die drei... Hat mir eine liebe, liebe Person Gott sei Dank mitgebracht, weil ich sie voll gejammert habe, dass ich nicht zum DM komme. Deswegen hat sie mir die mitgebracht. Und ich habe jetzt Gott sei Dank genug Backups, aber ich hoffe wirklich, dass es nicht aus dem Sortiment geht. Weil das ist so das einzige tiefenreinigende Shampoo, was ich mag. Die anderen mag ich irgendwie alle nicht. Dann von The Body Shop, das habe ich euch auch in kein Haul gezeigt, weil ich das damals dann in meiner Handtasche gehabt habe. Ich habe komischerweise mein Handdesinfektionsgel nicht mitgehabt und ich brauche sowas in meiner Handtasche. Wenn ich sowas nicht in meiner Handtasche habe, flippe ich aus. Boah, das riecht so geil nach Kokos. Die Hand riecht doch, also die Hand, die Hände riechen noch total lang danach. Das ist das Body Shop Coconut Handdesinfektionsgel. Das ist so geil, ich liebe es. Ich liebe dieses Ding. Ich habe wirklich schon extrem lange nichts mehr von Body Shop benutzt und gekauft, deswegen sollte ich mal wieder damit anfangen, weil die Body Shop Sachen sind echt gut. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es ist euch nicht zu... Was habe ich denn da mit meinen Haaren gemacht? Okay, bitte. Ja, ich hoffe, es ist euch nicht zu kurz, aber mir fällt bei dem Kaufverhalten noch immer nichts ein. Ich habe euch eh zu Tode gelabert mit dem da. Ja. Steinigt mich nicht, aber ich habe wenigstens ein bisschen was erzählt. Mir fällt nichts mehr ein. Besser, man hört auch, wenn es nicht mehr so gut läuft. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr in letzter Zeit gekauft habt, wo ihr eher der Meinung wart, dass es keine Notwendigkeit war, das jetzt zu kaufen, so wie bei mir das hier. Aber ich wollte es unbedingt haben. Ja, bin ein richtiger Junkie, was das betrifft. Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Irgendwas. Mir fällt nichts mehr ein. Und auch Tipps, was ich noch anhängen könnte an das Video. Also was natürlich nicht notwendig wäre, wäre natürlich das hier. Da brauchen wir gar nicht diskutieren drüber, aber okay. Was auch nicht notwendig wäre, was ihr in einem Haul gesehen habt, jetzt habe ich die Kamera rumgeworfen, wäre das Too Faced Powder gewesen. Das hätte ich ja auch nicht unbedingt gebraucht, aber ich fand das so geil wegen den Bananen drauf. Das habe ich euch auch in dem Haul gezeigt. Das wäre auch nicht unbedingt notwendig gewesen. Das habe ich mir auch beim Woman Day, habe ich mir das gekauft.
Das wäre überhaupt nicht notwendig gewesen, aber die liebe Shay bildet sich sowas natürlich ein. Ich habe nämlich urviel Gesichtspuder noch. Also so Fixing Powder und so zum Aufbrauchen. Ich habe nämlich vor kurzem eins aufgebraucht und habe erst nachgeschaut, welches ich als nächster benutze. Und ich glaube, mich trifft der Schlag. Ja, das wäre natürlich nicht notwendig gewesen, aber die Verkäuferin hat mir angedreht, dass das halt limitiert ist. Und deswegen musste ich die liebe Shay natürlich haben, ist eh klar. Und ja... Ja, also ich hoffe, dass ich wieder in nächster Zeit ein bisschen mehr aufbrauche, damit mein Gewissen ein bisschen erleichtert ist. Schreibt es mir gerne in den Kommentaren, was ihr alles so gerne kauft habt, was ihr braucht habt oder was ihr nicht braucht habt. Ihr wisst, was ich meine, ich kann nicht mehr reden. Beenden wir lieber dieses Video und bis zum nächsten Mal. Bye!